Romanus, wir nehmen, glaube ich, den Weg, der gangbar ist und nicht diesen Todessprungweg, ne, oder? Okay. Den Todessprung machen? Ja, also, nein. Ich gehe den nicht todessprungigen Weg, dann kommen wir gleich zum Wasser. Aber unser Turm war nicht so eingewachsen, der ist grüner hier. Ja, Vorsicht beim Abstieg, ist gefährlich, es gab da schon Todesopfer. Nein. I am vorsichtig. You are vorsichtig. I. Das ist so wundervoll, Seth, wie speak so gutes Englisch. Sie, Englisch, sie. Ein Ja. Warum steht da vorne ein Erdpenis? Was war der Professor? Ehrlich jetzt? Ja, solche Schweinereien können nur von ihm kommen. Das ist ein klassischer Erdpenis. So, da, hier ist ja, jetzt ist er da. Guck mal, jetzt ist ein Boden der Nächste. Ja, der verschwindet aber gleich. Der wächst zu, wie man auch in der Sauna manchmal bei manchen Leuten feststellen kann. Die wachsen zu, wenn man die in Ruhe lässt. So, wir folgen jetzt mal. Da vorne ist das Dorf. Wie habe ich es genannt? Warte. Ich muss auf die Karte gucken. Wiesenfeld. Ups. So, dann müsste ich. Schon wieder Schwert weggeworfen. Ich bin heute gut. Wiesenfeld, und, da wo der Kumpel auf die Wiese fällt. Ja, genau. Da hinten ist das Dorf Wiesenfeld. Das können wir auch als Stützpunkt nehmen, weil wir müssen ja eh die Flüsse hier abgraben. Und ach, war Stützpunkt. Hier Stützpunkt. Wir müssen den Flüssen folgen, ne, und suchen. Und Leben ist nun mal jetzt, ja. Wie sieht denn Leben aus? Das wollte ich auch gerade fragen. So, wie Leben in Wirklichkeit aussehen würde, wenn man ihn... das ist nicht Leben. Vorsicht, Attention, please. Oh, die Kuh, die steht hier aber auch. Ja, die ist super. Die ist super risikofreudig, die Kuh. Danger Kuh. Mal gucken. Das ist der Pferdefelsen hier, den wir da rechter Hand sehen. Ich tauche mal ein bisschen. Da vorne gibt's Leben. Ja. Das ist die erste Lebensstelle. Da könnt ihr euch Leben mal exemplarisch angucken. Daneben liegt Kies. Also hier ist Leben und Kies. Alles beides da. Eile. Das Leben hier ist Leben, denn das ist Erde, oder? Leben. Das ist Leben? Das ist Leben hier. Ja. Puh. Wo ist es jetzt hin? Da ist Leben. Wir sammeln hier Leben und der Captain Romanus sammelt Erde. Das ist Leben? Nein, das ist jetzt Erde. Da ist aber noch ein Leben. Aber das hat das Geld eingesammelt. Und das war es auch schon. Das Vorkommen war leider sehr klein. Wir müssen Könnte jemand ein Leben mir hier hinwerfen? Nein, das macht keinen Sinn, weil du brauchst die Tröpfchen. Also, ach so. Die sind noch Default. Du brauchst ja die Tröpfchen, du willst ja keine Lebenbarren. Ja, also ich dachte, ihr hättet. Ja, okay. Ja, man baut ja als Tröpfchen. Wir haben ja keine Behutsamkeit drauf. Ja. Das ist so wie ähnlich wie ein Chroma Hills, sag ich mal, das Leben. Aber ein bisschen realistischer von der Farbgebung. Wobei Chroma jetzt auf graues Leben umsteigt, was natürlich wieder unrealistisch ist. Was ist das? Oh, ich hab Leben gefunden. Was? Hier war noch welches. Jawohl. Ich tauche hier gerade den Fluss lang und suche. Spektakuläre Tauchszenen in diesem Let's Play, aber im Moment finde ich nichts. Ja, grau, dunkel, schwarz, alles, aber kein Leben. Doch, warte mal, hier links, hier ist Leben. Was. Ich hab. Ja, nee, ist ja, Stein. Hier ist Leben. Ja. So, Muckefuck. Viel zu aufwendig, sowas. Ja. Ich lass dich da mal krabbeln. Wusstest du? Ich tauch schon mal ein Stückchen weiter. Ich glaube, ich hab da. Nee, doch nicht. Schwimmen wir ein Stückchen weiter in den Fluss. Dass es nicht so langweilig wird. Wenn jemand Leben sieht von den Zuschauern, ne, könnt ihr auch schreiben. Wir reagieren sofort. In 50 Folgen ungefähr dann. Ja, genau. Ja, wir müssen ja noch wenigstens eine Woche über die Reha hinausgehen, dass wir eine Chance haben, wieder nachzuproduzieren. Das ist hier also unten Lehm. Oh ja, hier gibt es jede Menge Lehm. Oh nee, das ist irgendwas. Oder ist das Leben? Ja. Ist das Leben? Oh, ist das Leben? Leben, der unbekannte Block. Sowieso. Also ist auch einer der Blöcke. Oh, ich ertrinke. ich ertrinke. Das unbekannte Leben nach dem Tod. So, das hatten wir ja letztens auch erst, dass es gar nicht gibt. Wir drehen uns im Kreis, Romanus. Nein, wir hatten nicht, dass es das nicht gibt. Ja, doch, das war mein Resümee, da hast du recht. Das war nicht zwingend deines. Das habe ich auch gesagt. Hier steht noch so eine traurige Kuh. Ansonsten ist hier lebenmäßig in dem Fluss hier gerade gar nichts. Der Fluss ist eine Enttäuschung. Na, also du bist hier über einiges Leben geschwommen gerade.
Echt? Dann bin ich zu ambitioniert und zu unsorgfältig. Ja, du solltest mal zum Optiker gehen. Nein, vielleicht liegt auch einfach an meiner Unterwassersicht oder so. Die ist sehr... schwammig. Nö, geht eigentlich. Das ist das Schlimmste. Ich sollte Lehm eigentlich sehen, wenn er nicht zu tief ist, aber irgendwie... Ja, der war schon tief. Siehst du, ich guck nicht so nach dem tiefen Lehm, das ist mir zu... Zu tief. Zu tief. Aha, der feine Herr. Der feine Herr, genau, genau. Ja, ich schwimme den Fluss entlang, aber... Ah, schon wieder Lehm. Siehst du, das meine ich damit. Ich höre dafür einen Zombie. Ich weiß aber nicht wo. Vielleicht hier? Und wie viel von diesen Dingern braucht man dann so für einen? 9. Oh. Du backst die und dann kannst du aus 9 kannst du dann ein paar... Oh, hier wird man in der Höhle gespült. Wie krass ist das denn? Alter. Hilfe. Hilfe. Ah. Da unten baut einer was ab. Oh, hier ist auch noch ein Lehm. Ich hab Kies gefunden. Oh, hier ist ganz viel. Ja, mich interessiert hier gerade dieses Höhlenloch ein bisschen. Ich würde es mir auch gerne angucken, aber ich muss erst den Lehm abbauen. Macht nichts. Ich bin ja noch nicht so weit, dass ich da Erfolge vorweisen würde. Weil wir haben auch keine Betten mitgenommen, ne? Was ist denn hier so? Kann man hier was sehen? Das ist jetzt eine Höhle hier unten. Oh, der Hund ertrinkt. Nein, Muckefuck ist ertrunken! Der scheiß Hund! Respawn die Hunde? Ah! Ertrinkt schon wieder. Ah, mein Hund ist ertrunken. Ich geh nach Hause. Ah. Ich muss jetzt leider nach Hause dringend und einen Grabstein bauen. Ich habe nicht an den Hund gedacht. Das ist so schlimm mit den Hunden, wenn man da schwimmen geht, dass die Viecher immer samsam. Ich bin traurig. Ich finde die Höhle irgendwie ganz interessant. Hier ist mir immer so ein Marker. Das ist super hilfreich. Oh, da bin ich ja direkt daneben. Ja, da, hier habe ich gerade wieder ein bisschen zugebaut. Das ist hier so, geht's runter in die Tiefe, da ist mein Hund ertrunken. Ich bin sehr traurig, deshalb möchte ich mit der Höhle aktuell nichts zu tun haben, aber ich werde mich an ihr rächen, das glaube ich dir. Das kannst du mir glauben. Ein bisschen TNT reinwerfen. Ja, nee, eigentlich wollte ich mich einfach durchschnitzeln bei Gelegenheit. Ich muss ist der Hund jetzt für immer tot oder kommt er wieder? Ja, der ist für immer tot. Ich werde mir einen neuen Hund machen müssen. Ich muss aber mal ganz kurz hier auf die Grafikdarstellung gerade nicht funktioniert. Ein Traum. Schon wieder Lehm. Johnny Mapier ist es doch. Ich muss mal hier was ändern, kurz. Ich habe hier ein Riesenlehm vorkommen. So. Ne, nicht Johnny Mapier, ist falsch. Ich wollte eigentlich, wo ist denn hier? Da ist es doch hier. Da. Dann nehmen wir hier mal right. Dann nehmen wir hier mal left. Dann nehmen. Ne, das war irgendwie auch blöd. Oder? Wie ist das hier? Right? Left? Ach, das ist Left, ne? Dann ist das hier Standard. Und das hier ist, Left. Und das hier ist, Reset Roll, ne? Das müsste Reset Roll sein. Naja, mal gucken, wie das so klappt. Wir müssen aber nach Hause, es wird Nacht, ne? Ja, aber das hier muss noch mit. Ich habe ein Bett dabei, ich könnte auch schlafen. Wer hat noch ein Bett dabei? Ich habe kein Bett dabei. Ich nicht. Okay. Dann die Herren. Ja. Da drüben ist der Romanus und hier drüben ist der Skyter. Ich sehe euch beide. Ich bin hier so Hallo. Der Mittelpunkt. Seid ihr schon fertig? Ja, also ich hab ja nichts aufgesammelt. Ich habe ja nur meinen Hund verloren. Ich habe ja meinen Hund ertränkt. Ich bin gerade tief. Na gut, dann reicht das jetzt. Ich will nicht nochmal sterben. Ja, dann gehen wir. Ups. Also ich habe jetzt über 4 Stacks Lehm, Ton, wie auch immer. Die Richtung stimmt nicht, warte mal, ich bin falsch. Wir müssen dem Fluss folgen. Warte, mich noch. Also ich sehe dort hinten die Lichter vom Dorf und den Turm sehe ich auch. Genau. Wo bist du jetzt hin, Romanus? Durch den Wald. Ach, da lang.
Das stimmt. Aha. Ich hätte es jetzt verdient, auch noch zu sterben. Also ich habe ein Schwert dabei. Ja, wir müssen eh mal abdrehen. Ich habe mich nämlich schon wieder verrannt. Ich bin gerade ein bisschen... Der Verlust meines Hundes hat mich jetzt extrem getroffen. Das muss ich ja sagen. Das hätte ich ja nicht gedacht. Ich bin gerade ein bisschen sehr traurig. Ihr müsst das mal moderatorisch abfangen, bitte. Ja. Wie war das Wetter heute bei dir? Schön sonnig. Das macht der Roman es gut, ne? Ich bin gerade mit einer Spinne beschäftigt, während ich mir einen Hund gezähmt habe. Und, hinter uns ist noch was. Wie mache ich jetzt, dass der Hund mir folgt, nachdem der Herzen kam? Rechts klicken. Oh mein Gott. Komm, Hund. Na komm. Hallo. Ich muss zurück. Ja. Da kommt der nächste, Alter. Na? Ja, gut. Mach du mal. Huch. Tut mir leid, dass ich dich da hinten allein lassen musste, aber ich musste laufen. Da waren nochmal zwei Krieger. Ja, ich habe sie tatsächlich besiegt, aber es ist hier im Wald nicht angenehm. Ich bin nicht so da. Nur heim. Ups. Ich bin gerade im Busch gelandet. Ja. Dass hier nicht weitergeht. Bin ich hier? Ich habe völlig die Orientierung verloren. Ich sehe auch nichts. Na, das Dorf und den Turm siehst du doch. Ah, ist das weit weg. Na gut. Dann auf. Fröhlichen Jagen. Ah, die Spinne krabbelt den Turm hoch. Weg. Ah, die ist unterm Turm. Jetzt wirst du geschlachtet. Aha. Die Spinne ist in den Tod gestürzt. Oh je. Das geht nicht gut für mich aus hier. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Hallo. Hätte dir ja gern geholfen. Können wir mal kurz ins Bett gehen? Ja. Ja. Dann gehe ich nämlich ja bei Tag hin. Diese Muckefuck-Ertrank-Kumpel wurde durch Krieger in die Luft gesprengt. Ja, schade, dass der Hund jetzt nicht respawnt. Warte, ich muss erst einen Zombie töten. Sonst kann ich hier nicht schlafen. Ah, nein! Creeper im Haus! Ah. Verdammt. Mir ist ja gerade ein Creeper durch die Tür gegangen. Warum sicherst du nicht den Turm mal so ein bisschen ab? Ja, ich wollte rausgehen und den Zombie töten und da ist mir der Creeper reinmarschiert und ich bin abgehauen, dass er nicht hochgeht. Und wie ist das jetzt mit Schlafen? Wir müssen bis zum Tag warten, da kommen noch mehr Zombies. Ich sitze jetzt oben auf dem Turm und komme nicht weg mit einem Creeper unten drin. Also ich weiß nicht, ob er noch drin ist, aber ich glaube schon. Das ist möglich. Tja. Steht er auf seinem Tömmchen? Ich würde ja gerne helfen, aber ich glaube, ich würde bloß mich und die Creeper und den Turm in die Luft sprengen bei dem Versuch. Ah, das haben andere schon getan. Seit wann halten wir Lebendhühner im Lager? Ah, krass. Wisst ihr gerne, ob dieser Creeper da unten noch drin ist? Das kann ich mir vorstellen. Ich werde es jetzt nicht eruieren. Ich möchte nämlich jetzt gerne zu meinen Sachen. Ich kann nämlich leider im Gegensatz zu dir nicht warten. Mhm. Ich weiß nicht genau, wo sie sind und habe da keine Chance zu warten, bis der Tag kommt. Weil das eben nur 5 Minuten sind, egal ob ich schlafe oder nicht. So. Da kommen wir immer mehr. Besser bei dir als bei mir. Ich habe auch nichts zu essen mitgenommen. Ich muss nochmal rein. Es ist gut, dass das Skelett mich dran erinnert. Wenn da jetzt der Creeper noch drin ist, dann bin ich so geliefert. Kann ich hier rausspringen?
Irgendwie ist ein Turm kein Ort des Schutzes, sondern mehr so ein Ort der Verdammnis, habe ich mir schon das Gefühl. Ich laufe jetzt hier die Ranken an der Seite runter und gehe ganz schnell weg. Okay, das hört sich nach keinem... Ja, hört sich nach einem Plan an. Können wir jetzt ins Bett? Ich habe es aus dem Turm rausgeschafft und ich bin gerade ins Dorf reingegangen. Ja, und da stand ein Creeper! Er stand da... Ich gehe jetzt wieder in den Wald, weil ich hole jetzt meine Sachen. Ja. Ich versuche es zumindest. Wo ist mein Todespunkt? Also wir haben jetzt ein Loch hinter dem Tor, aber das ist bloß Erde, was weggegangen ist. Ah, da. Ah, da ist schon der nächste Creeper. Wie komme ich denn jetzt an meine Sachen? Na? Hallo? Da ist gerade was explodiert. Ja, ist es auch. Da vorne, hier kommen die Zombies ohne Ende. Die Nacht des Grauens. Ich finde es ja lustig, dass gerade ich würde gerne an meine Sachen kommen, aber da ich das ja nicht ins Bett können. Also ich kann ins Bett. Ah, jetzt? Und ich bin schon die ganze Zeit im Bett. Das habe ich mir gedacht. Ich muss mir ja noch einen neuen Hund klar machen. Ich habe ja nur tausende im Dorf sitzen. Also ich liege auch. Ja, super, aber ich glaube, die Zeit reicht kaum mehr, an meine Sachen zu kommen. Das ärgert mich sehr. So, jetzt turbomäßig, nehme ich mir noch einen Hund mit. Komm mit, Töle. Du bist nicht Muckefuck, ich mag dich nicht wirklich. Tut mir leid, du bist nur ein Platzhalter. Wo soll ich mit dem ganzen Ton hin? Vielleicht irgendwo ins Lager tun oder so. Oder ja, vorm Turm in die Truhe, das geht auch. Ansonsten würde ich den gleich backen. Ja, das kannst du auch machen. Ist das im Lager der Ofen? Ja, da sind hinten Öfen. Hier, bist vorbeigerannt. Ach, das sind die Öfen. Dann könnte ich dir gleich noch meinen mitgeben. Dann wäre es schön, wenn du es auf einmal machen könntest. Und ich muss jetzt mal gucken, dass ich den Creeper aus dem Turm rausbekomme. Ja. Er greift mich jetzt wieder an. Noch ein Skelett. Der Creeper wird auch irgendwann despawnen, schätze ich. Ja, ich muss gucken, wo er ist.